Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Amnesia, a Machine for Pigs. In der letzten Folge sind wir hier in dieses, haben wir hier diesen Hebel gefunden. Es ist jetzt auch mittlerweile 2 Tage her, seit der letzten Aufnahmesession, sprich heute und die nächsten Folgen alleine. Und wir merken schon, dass wir ein ziemlicher Stalker bzw. ein krankes Schwein sind. Und wir hier immer unsere Leute stalkten in diesen unsichtbaren Wänden mit Geheimgängen. Und nun ja, jetzt sind wir in der letzten Folge hier angekommen, haben das hier alles blutverschmiert vorgefunden. Ist natürlich kein schöner Anblick. Hier der Vorschlaghammer. Was hat das zu bedeuten? Da ein Seil. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit der Action. Ich habe mich mal ein wenig belesen. Und es soll jetzt... Vielleicht okay ist hier. Es soll jetzt in der nächsten halben Stunde ein wenig spannender werden. Es soll ungefähr nach 90 Minuten losgehen, so richtig. Wir haben jetzt 1 Stunde und 10 Minuten ungefähr gespielt. Es sollte nun also richtig losgehen. Was liegt da? Weiß ich nicht. Und ich habe auch so ein bisschen Respekt vor diesem Spiel, weil das ist ein... Was ist da hinten? Was flammert da? Also ein Ventilator. Weil das ist echt so ein Spiel, was ich gar nicht kenne. Außer halt nur eine Folge. So, Five Nights at Freddy's ist halt was anderes. Das kennt man. Also keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach gemacht. Lass uns das hier mal drehen. Achso. Ja, man muss ja die Maus so schön bewegen. Was war das hier? Nee. Nee, ich habe manchmal gedacht, dass wir da rein müssen und uns dann selber über die andere Seite schieben müssen. Ich weiß jetzt nicht, wo lang. Sieht ja, ich will hier rauf. Irgendwie da rein, so, ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir einen Gegenstand. Vielleicht brauchen wir einen Gegenstand, den wir da reinstecken. Deswegen würde ich sagen, komm mal wieder raus. Das haben wir auf jeden Fall aktiviert. Lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Nur noch ein Stückchen weiter vor. Bringt uns jetzt aber erstmal nichts. Gehen wir zurück. Und das, was da drinnen lag, ist jetzt weg. Ich will mich nicht umdrehen. Aber jedenfalls, da lag was drin. Ihr könnt auch gerne zurückspielen. Wisst ihr noch, wo das da drin lag? Hab ich euch was anderes erzählt? Natürlich schon eine gewisse Spannung da, weil wir wissen, dass wir irgendwas freigesetzt haben. Die Frage ist nur, was wir freigesetzt haben. Und ob es gutartig oder bösartig ist, werden wir wahrscheinlich erfahren. Aber da dies ja hier ein Horrorspiel ist, denke ich nicht, dass dies gutartig ist. Das Licht flackert. Das kann nicht gut sein. Das kann gar nicht gut sein. Licht verrät uns ja. Sprich, die Dunkelheit ist unser Freund. Aber um in der Dunkelheit sehen zu dürfen, brauchen wir natürlich wenig Licht. Was mach auf hier. Die Tür war gerade noch zu. Was war das? Hands are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Ich habe immer Angst, wenn wir so, wenn dieses gekrüsselte Bild kommt. Das ist wie Slenderman, nur schlimmer. Nein, das ist ekelhaft. Geh mal weg, ey. Also nicht, dass es...
Das wird ja einem auch früh erklärt. Zum Bewegen von Objekten, die dazu leicht genug sind, bewegen Sie die Maus, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Old Sally im Puppenhäusle. Des Nächstens sie kommt. Sie schnüffelt und sucht. Ihr süßes Schnäuzchen, ganz unten beim Huf. Und ihre Locken sind blond, die Augen himmelblau, wie eine halb begrabene Hand im eisigen Schnee. Wie eine Hand im eisigen Schnee. Und sie bettelt um Äpfel durch den Fensterspalt, das Gesicht ganz verborgen, doch mit Augen wie Feuer. Auch wenn dich ihr Busen lockt, ach, so wunderschön. Sie schnappt dich und fängt dich und isst dir dein Herz. Sie fängt dich und isst dir dein Herz. Drum benimm dich am Abend vom Jahr, sonst kommt Sally und holt Äpfel. Dann hüt dich, Gefahr. Vor mancher Tür steht Böses, du musst dich besinnen. Glaub du deinem Vater, lass es nicht nach innen. Unfolgsame Kinder, kochen Sally ihr Essen, laden sie ein zu Sallys garstigen Fressen. Alles klärchen, weiß ich Bescheid, Sally. Hm? Wer ist Sally? Und ein Schwein wahrscheinlich, wa? Ich will nicht, ihr zeigt eine ganze Phobie, ihr zeigt nach dem Spiel eine Phobie vor Schweinen, Alter. Ich sehe das schon. Amnesia Machine for Pixel. Nein, nein, nein. Hier rein komme ich aber auch nicht, ne? Wir machen mal Licht an. Auch wenn es unser Feind ist. So, egal. Hier können wir wohl nichts mehr weitermachen. Ich würde so eine Zoom-Funktion vielleicht ganz geil finden. Steht da hinten was? Hier ist eine Schleifspur. Hier endet die Spur. Ist das es? Ich will nicht. Wieder raus? Wir folgen einfach mal der Spur. Wir folgen mal der Spur. Wo ist die Spur? Hier endet die. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich sehe die auch nicht mehr. Hier, da seht ihr sie. Hier. Hier ist so ein großer Fleck. Hier, was ist das hier? Ich weiß nicht, ich komme auch irgendwie nicht voran, weil ich viel zu viel Angst habe, irgendwie weiterzugehen. Das ist halt das Schlimme. Hier kann ich auch nicht weiter. Ja, die Sache ist die, falls wir uns verstecken müssen. Da hinten im Raum höchstens. Ah, der Shortcut. Der Shortcut. Ja, hier können wir uns auch nicht verstecken. Das ist... Hier liegt wieder so eine Schweinsmaske. Ich hasse es. Hier können wir uns dahinter verstecken. Das ist ganz gut. Ah, langsam kommt Atmosphäre. Und es tut mir auch leid, wenn ihr nicht so viel seht. Aber ich kann leider nicht. Ich kann höchstens die Helligkeit noch ein bisschen höher schrauben. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Alter, wie sieht das denn aus? Das geht ja mal ja nicht. Da machen wir gleich mal wieder runter hier. Ja. Tut mir leid, das sieht ja mal richtig scheiße aus. Okay, hier kommen wir immer noch nicht durch. Was ist mit dieser Tür? Ah, wir befinden uns gerade auf einer sehr offenen Position. Das ist nicht schön. Okay, die Tür ist immer noch verriegelt. Hm. Vielleicht ist die Tür offen. Die Tür ist zu. Ich weiß nicht, wo wir lang sollen. Die Bilder sind toll. Meine Stuhlarmee liegt hier noch. Hm. Nur wohin?
Es gibt noch eine Tür, die ich nicht mehr ausprobieren will. Und zwar die da hinten, wo wir schon erschreckt worden sind. Erschrocken worden sind. Entschuldigen Sie mein Deutsch. Es tut mir so leid. Aber warum sollen wir denn nochmal hier hin? Wir haben hier den Bären geschoben. Sind hier rausgegangen. Mach jetzt erstmal hier aber die Tür zu. Weil ich Angst habe. Im Notfall renne ich ganz schnell zurück. Was du denn hier rennen nennen kannst. Die Tür, war die offen? Hat er gerade eine Tür gehört? Hm. Ein bisschen paranoid wird man schon, ne? Oh, ein Glück. Ja, Gott sei Dank. So, dann weiß ich jetzt trotzdem nicht, wo wir lang müssen. Das ist jetzt ein bisschen, komisch. Da muss ich jetzt erstmal... So, da drüben war dieser andere. Da gab es nochmal so eine komische Klappe. Die gibt es ja hier nicht. Diese Klappe. Was sollen wir da vielleicht was reinlegen? Ich kann es mal versuchen. Ich hoffe mal, dass ich das schneide. Das, sowas denke ich ja sowieso nie. Wenn ich mal meine Folgen nicht angucke. Ah, wieder den ganzen Weg zurückrennen, ey. Ja, tralala, lala, lala. Ja, ihr könnt noch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von einer Facecam halten würdet. Das würde ich jetzt vielleicht bei dem Spiel noch nicht unbedingt anbringen, aber beim nächsten Horrorspiel, weil dann kommt natürlich noch so ein bisschen mehr Stimme. War da hinten noch eine Tür? Ja, da war dieser kleine Shortcut. Hier. Da kommt natürlich noch ein bisschen mehr Stimmung auf. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollen würdet oder eher nicht. Na, tschüss. So, irgendwie muss es hier weitergehen. Wenn hier die Blutspuren... Es ist so dumm. Was liegt da? Was ist das? Ach, im Bilderrahmen. Oh, habe ich die Tür nicht zugemacht? Wo müssen wir eigentlich lang? Ah ja, ein Gegenstand. Haben wir hier einen. Wir haben ziemlich verarschen. Kann ich die wieder zumachen? Ne, das gehört wieder. Ne, Alter, war klar. So, wie viel Zeit haben wir schon verplempert? Oh, eine Menge. Und wir haben noch nichts geschafft. So lobe ich mir das. So, wir nehmen den Stuhl. Sonst habe ich euch keine Ahnung. Sonst muss ich mal auch gleich eine Komplettlösung gucken. Und dann spoilere ich mich natürlich nicht. Ja, guck mal, das ist auch geil. Okay. Ja, nice. Jetzt liegt da ein Stuhl. Da läuft ein Fließband. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Was ist das? Also ja, was das ist, erkenne ich auch. Aber da rein? Sollen wir wahrscheinlich nicht. Komme ich auch gar nicht so hoch. Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier so... Komme ich da gar nicht hoch. Und außerdem, wenn ich das berühre, geht es automatisch rein. Ha. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich... weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das hatte ich auch noch nicht. Hm. Hier sind ja die Blutspuren. Die Blutspuren kommen ja eindeutig hier raus. Hier raus, das haben wir ja gesehen durch dieses Bild hier, was ja eigentlich ein Spiegel ist oder was auch immer. Wir haben M. M, drücken wir mal M. Ja, Geheimkammern. Ja, ja, ist toll. Ja, wo? Soll ich hier eine Kerze umlegen vielleicht? Soll ich das Ding da anmachen? Kann ich das hier auch gleich ausmachen? Soll ich das Ding noch anmachen? Ist an, wahrscheinlich schon. Oh, da geht's immer. Hab ich gerade dunkler gemacht? Ist plötzlich so dunkel. Ich weiß nicht. Außerdem hat mein Handy gerade vibriert. Ja, wir folgen einfach mal den Spuren. Wir folgen den Spuren. Folgt den Spuren. Die Spuren gehen hier lang. Gehen hier lang. Gehen hier lang. Und eindeutig hier raus. Gehen ja hier auch noch weiter.
Aber, wenn ich hier weitergehe, ist das hier. Das Einzige, was ich noch versuchen kann, wieder zurückrennen. Diese andere Tür nach draußen. Vielleicht. Vielleicht. Sprich diese hier. Wer weiß. Nein, nein, bleib offen, bleib offen. Nein, 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 bleib offen. Muss irgendwie flüchten. Huch, wohl. I'm off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all. Aha. So, also wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Fährte wohl. Ach, hier ist ja auch eine Tür. Kennt ihr diesen Moment? Wenn ihr nicht mal weiter wollt, weil... Also eigentlich wollt ihr weiter, aber eigentlich auch nicht, weil... Ihr wisst genau, hier kommt was. Hier springt ihr gleich was an. Es geht geradeaus, links und rechts. Am besten überall drei Schweine. Ich gehe rechts. Rechts ist immer gut. Ich gehe links. Ich gehe links. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Warum wurde der Shortcut hier freigeschaltet? Das ist nicht gut. Da waren wir. Hier lang. Journal, Journal. Eine merkwürdige Entdeckung. Metallisches Ticken beim Abkühlen und Kontrahieren. Dies muss die merkwürdige Maschine sein, von der mir ein neuer Freund erzählt hatte. Wenn meine Kinder diesen Ort entdeckt haben, ist es absolut vorstellbar, dass sie, entzückt von ihrer Entdeckung, weiter nach unten gestrumpert sind. Na schön, anscheinend ist mit der Weg schon vorgegeben. Mhm. Der Abstieg beginnt. Ist mit der Weg schon vorgegeben. Vorbegeben! So. Wie es aussieht. Noch zwei? Ein? War gerade ein Schatten. Voll dumm so. So. Hä? Alles klar. Ich verlasse mal das Haus. Lass aber die Tür ein Stück auf. Vorsichtshalber. Ich will hier gar nicht runter. Ich bleib mal hier oben drauf noch. Was ist das? Für ein Geräusch. Hui! Hui, Pflanzen hier durch mein Gesicht. Hier scheint aber nichts zu sein irgendwie. Dann gehen wir mal wieder nach da vorne und erkunden da weiter. Wer fängt schon an, von hinten zu erkunden? Und von hinten das Spiel durchzuspielen, ne? Ist ja. Krieg mich hier. Ja! So. So! Wir können! Los! Fahr los! Na gut, dann nicht. Da war nichts mehr. Hier ist nur noch eine Tür, die wieder ins Haus führt. Nur die verschlossen ist. Wo lang? Ah, nach unten. Stimmt. Ah, ja. Ja. Ah, ich erinnere mich. Ein Ei aus Stein. Was ist... Wait. Ein Ei? Okay, ein Ei ist... Erstens, warum findet ihr hier ein Ei? Nun gut, vielleicht war hier plötzlich mal ein Vogel. Hat hier ein Nest. Weiß ich doch nicht. Aber... Warum zum Teufel ein Ei aus Stein? Die Musik wird spannender. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut gar nicht. Die Musik wird lauter. Und Peng! Jumpscare. Nicht? Da oben kracht gleich ein Schwein durch. Oder wir brechen ein. Jut, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Warum nicht? Auf erstmal was trinken.
gegen das steigende Wasser. Habe bei Dunkelheit die Fingernägel in Blumentöpfe entlang des Flusses gepflanzt, damit die Sonne so ausbrüten kann. Die ganze Welt ist ein Ei, argumentierte er. Jetzt pflanzen wir Hände an. Alles klar. Es ist vielleicht nicht so gut, abends, wenn man Horrorspiel zockt, Energydrink zu trinken. Ne? Ist vielleicht nicht so geil. Wo sind wir denn? Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Wir sind von da oben gekommen, sind hier durchgekracht. Oh. Ja, ja, ja. Das ist auch ein guter Schnitt für eine Pause, finde ich. Okay, komm, den Zettel nehmen wir noch mit. 3. Juni 1899. Ich verstehe jetzt, dass meine Angst vor Schmutz an der Krankheit liegt, die ich mir beim Besteigen dieser Dschungeltempel zugezogen habe. Es ist ganz so, als hätten sich diese reinen Orte, die ganz frei vom Schmutz der Menschen sind, auf meine Seele geprägt und sie anfällig dafür gemacht, was ich hier finde. Wir bleiben vor Angst in unseren Positionen und die Angst des Fleisches. Der Ruin des Fleisches ist die größte davon. Ich bin krank. Ich bin ruiniert. Aber ich werde Maschinen bauen, um diese Plage einzudämmen und alle und uns alle zu heilen. Ein neues Jahrhundert bricht an. Meine Stimme ist heute ganz geil. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.